Freitag, 4. März 2022. Drei LKWs, drei Fahrer, 40 Tonnen Hilfsgüter. Die Mission, ein humanitärer Konvoi für ukrainische Flüchtlinge. In Linz werden letzte Hilfsgüter von Freiwilligen verpackt und verladen. Geld, Sachgüter, Medikamente, haltbare Lebensmittel, Sanitärzubehör, Schlafsäcke und Decken. All das wird dringend benötigt. Es war direkt eine große Bereitschaft da, uns zu helfen. Es hat sich auch ein Freiwilliger sofort angeboten, der jetzt auch mitfährt. Und wir sind super stolz, dass die da mitwirken. Wir haben das Leid in der Ukraine gesehen und nichts leichter als das, als meine liebe Freundin und Branchenkollegin, die Julia Gartner von der Spedition Gartner, zu kontaktieren, die sich dann sofort angeschlossen hat. Und wir haben dann begonnen, Hilfsgüter zu sammeln und haben jetzt drei LKWs voll und starten jetzt in die Ukraine. Wir haben Medikamente, Schlafsäcke, Decken, Polster, Lebensmittel, Konserven, Babynahrung, Hygieneartikel. Als das am Donnerstag letzte Woche alles angefangen hat, waren wir erstmal an dem Tag so schockiert und gelähmt. Wir könnten ja gar nicht glauben, dass es sowas passieren kann in der Ukraine. Am zweiten Tag haben wir uns gedacht, wir müssen den Leuten da irgendwie helfen. Und dann haben wir unsere Freunde mobilisiert, die wiederum deren Freunde dann kontaktiert haben und haben dann um Spenden für die Medikamente, für die Lebensmittel gebeten. Und das hat innerhalb von ein paar Tagen hatte so große Ausmaß genommen, dass wir uns selber das nicht vorstellen konnten. Reise von Oberösterreich über Tschechien und Polen in die Ukraine verlangt dem Team alles ab. Wo ist das Problem? Wir müssen uns zuerst registrieren, sonst lassen sie uns nicht in dieses Grenzgebiet rein. Aber ich muss erst rausfinden, wo dieser Parkplatz ist, wo wir eine Registrationsnummer bekommen. Ich melde mich hier vom Grenzübergang Polen in die Ukraine. Wie man sieht, es gibt hier ein paar Kilometer langen Stau. Wir waren heute auch schon hier, allerdings mussten wir wieder zurückfahren, weil wir keine Registrierungsnummer hatten. Jetzt haben wir zwar eine Registrierungsnummer und haben auf dem Parkplatz gewartet, aber leider sind wir noch nicht aufgerufen worden. Jetzt haben wir auf gut Glück versucht, hier wieder herzukommen. Ja. Und jetzt stehen wir im Stau und wissen nicht, wie lange es noch dauern wird. Also es ist jetzt 17 Uhr Ortszeit und gestern um 15 Uhr sind wir in Linz losgefahren. Das ist jetzt der Stand der Dinge.
über 15 Stunden Fahrt und 14 Stunden Stau erreicht der Konvoi der Initiative Trucking for Ukraine, wie sie spontan genannt wurde, die ukrainische Stadt Lviv. Nimmt der Priester der Kirchengemeinschaft, von der die Initiative ausgeht, die Lieferung von den Speditionen Garten und Transbritannia entgegen. Sie haben den kostenlosen Transport der so wichtigen Hilfsgüter ermöglicht. Weitere Hilfsaktionen sind dringend notwendig und in Planung. Zusätzliche Unterstützer und Partner werden gesucht. Aufgrund dieser Aggression der Russischen Föderation sind heutzutage tausende Menschen in Nord und irgendwo in Kellern, in bombardierten Städten, und sie brauchen Hilfe, medizinische Hilfe, humanitäre Hygiene. Und tausende Menschen sind am Rande der humanitären Katastrophe. Und in dieser Situation sind unsere freiwillige Organisationen und Regierung ganz aktiv. Aber ich glaube, die Kirche ist auch moralisch verpflichtet, das Gebot der Nächstenliebe zu erfüllen in dieser Situation.